Alles klar, und damit sind wir zurück in der Hardcore-Welt. Wir haben beim letzten Mal unsere Raid-Farm gebaut. Und dabei habe ich auch das neue Baumpaten-Projekt angekündigt. Und wir können das tatsächlich auch schon... Wir können den ersten Baum tatsächlich schon bauen. Wir haben uns auch nochmal ein bisschen gefarmt. Wir haben jetzt 2 Stacks Emerald-Blöcke. Wir haben einiges an Glowstone-Dust rausbekommen. Aber den Rest müssen wir jetzt erstmal in die... nach Crossroads-Tempel bringen. Weil einfach das Inventar übervoll ist. Dieses Pulver haben wir jetzt auch irgendwie 2 Stacks mehr, also wir müssen mit Raketen auch nicht mehr so sparsam umgehen. Hatte ich nicht mal mehr Redstone? Oder behalte ich inzwischen den ganzen, das ganze Erz davon? Oh wow, ich hoffe, das haut hin. Wir hatten doch mal mehr Redstone, oder nicht? Ich meine, hier ist noch Redstone-Erz. Habe ich das ganze Redstone weggeschmissen? Redstone ist eigentlich ja das, was ich so gut wie nie brauche. Und deshalb verstehe ich gerade nicht, dass wir so wenig davon haben. So, und was ich jetzt mit der Baumpatenschaft vorhatte, war im Prinzip... So, falls wir hier noch irgendwas bauen, müsste man vielleicht nochmal den Baum versetzen oder sich überlegen, was man macht. Aber das sollte ja nicht das Drama sein. Wir brauchen ein Schild. So. Das ist der Baum. Und Atvus wollte gerne den Eichenstamm behalten. Das heißt, das können wir schon mal drauf machen. Aber, und jetzt hoffe ich, dass die Redstone-Blöcke, die wir hier haben, reichen. Also wie ein Kirschbaum wird es nicht aussehen. Das kann ich schon mal sagen. Aber... weil ich sagen muss, ich fand die Kirschbäume, ich kenne die aus Life in the Woods aus dem Modpack mit Biomes of Plenty. Die waren schon mega schön, das muss man einfach sagen. So, Atvus, ich hoffe, der Baum ist so, wie du ihn dir vorgestellt hast. Ich meine, mit den Texturen passt er natürlich anders aus als in Vanilla. Was ich auf jeden Fall noch gucken muss, ist, wie man Beleuchtung am geschicktesten macht. Ich hätte verpasste Gelegenheit. Ich hätte das Banner anstatt Raid Farm auch einfach Raid Shadow Legends Farm nennen können. So, einmal Resistenz 2. Und einmal Haste 2. Nicht übel. Wir haben einfach jetzt schon richtig viel Eisen da. So, habe ich die. Ja, ich habe den Setzling bekommen. Und dann machen wir auch einmal hier. Einmal das Schild dran. Dieser Baum ist von ausgeben. Und dann nehmen wir die hier wieder mit. So, Respawn-Punkt gesetzt. Ich glaube, hier habe ich die, genau, hier habe ich die Schwämme reingetan. 3 Stacks und 3. Hallo? Was macht ihr denn hier bitte für eine Guardian-Party? Okay, und da läuft immer noch das Kelp durch. Das ist in Ordnung. So. Welche Becken können wir denn schon mal trockenlegen? Hier lief die... genau, hier lief das durch. Hier ist der Teil, genau, ich habe doch mit Dings gearbeitet. Das heißt, ein paar Laternen hätte ich schon gerne. Werden aber noch mehr machen müssen. Ich bräuchte eigentlich eine freie Hand, brauche ich. Das geht nicht anders. Wenn ich diese Hand frei halten könnte oder es einen Slot in der Hotbar gäbe, die 0. Ich meine, wir haben ja nur 9 Slots in der Hotbar. Wenn es einen 10. Slot gäbe, wo man nichts reintun kann, da einfach nur immer die freie Hand ist, das wäre echt hilfreich manchmal. Gerade auch im Hinblick Bedienbarkeit mit der Offhand.
Schwämme sind eigentlich auch so etwas, was der fliegende Händler ruhig verkaufen könnte, wenn ich so drüber nachdenke. Also da würde es sogar halbwegs Sinn machen, dass er so wenig auch verkauft. Meine, klar, das gäbe dann woanders als in den, als im Dings, als in den Monumenten. Wobei man muss ja auch nicht unbedingt Emeralds als Kaufpreis nehmen. Man könnte ja auch sagen, dass er die Prismarinkristalle dafür haben will. Oder, wobei das auf Multiplayer-Servern vielleicht ein bisschen nickhack ist, man sagt, der fliegende Händler bietet nur dann, also nur Spielern, die schon mal einen Ozean-Moment geschafft haben. Es gibt ja ein paar Advancements, die damit verbunden sind. Und wenn man die nicht hat, dann bietet einem der fliegende Händler halt auch keine Schwämme an. Aber wenn ich mal gucke. Es war, glaube ich, unter. Nein, nein. Unter Adventure? Irgendwo gab es, glaube ich, was. Trident. End, Neta? Gab's. Okay, gab's. Nee, gab's keins? Tatsache, es gibt einfach. Dann bin ich gerade überrascht, dass es noch kein Advancement gibt, was mit dem Monument zusammenhängt. Aber darüber könnte man das halt handhaben. Ich meine, sie haben ja schon. Man kann sie ja einstellen, dass bestimmte Crafting-Rezepte nur mit bestimmten Advancements verfügbar sind. Also, für den fliegenden Händler, das würde, finde ich, passen. Fühlt sich ein bisschen wie eine archäologische Ausgrabung an. Buch? Hier ist ein Slime-Chunk. Mensch. Wenn das auch später noch so bleibt. Ja gut, das ist unter. Ja, wir sind hier unter 40. Ja, cool. Sage ich nicht nein zu. Und damit sind wir zurück in der Minecraft-Hardcore-Welt. Und bevor wir zum Ozean-Monument zurückkehren, können wir direkt mal die nächsten Bäume bauen. Ich hoffe nur, dass wir vom Obsidian her. Nicht vom Obsidian. Vom Emerald her hinkommen. Insbesondere, weil ich für die Bäume, die ich jetzt mache, halt keine Sonderwünsche bekommen habe. Das heißt, da mache ich halt die Standarddinger. Wir haben aber dafür sogar einen Tier-3-Baum dabei. Ich hoffe daher mal, dass das von den Diamanten her passt. Aber wir müssen hier noch einiges an Diamanten da haben. So, aber bevor wir das machen, muss das weg. So, 5 Stück. Und, na, ich will das Schild nicht wegschmeißen. Dieser Baum gehört Sau. Gucken wir uns das mal gerade von da drüben an. Also ich glaube, wenn sich das so nach hinten da drüben hin erstreckt, könnte das schon was haben. Ich meine, gut, manche Bäume versperren natürlich die Sicht auf andere. Aber ich glaube, das ist unvermeidbar. Und ich meine, wir werden ja nicht alle Bäume hier bauen. Also ich denke mal, wir werden auch, wenn wir die andere Richtung gehen, auch da was machen. Aber bei den Straßen ist halt eh die Frage, wo führen sie hin? Ich meine, die rote könnte man theoretisch versuchen, zum Spinnengrinder zu führen, aber eigentlich macht das bei der Orangen mehr Sinn, weil sie halt schon in die richtige Richtung geht. Und ich meine, die Straße wird zwar weitgehend einfach nur eine Orientierung sein, das heißt, sie führt eigentlich nirgendwo speziell hin, aber wenn auf dem Weg Sachen liegen, müsste man natürlich die irgendwie integrieren. Okay, wir kommen bald an den Ort, also an den Punkt, wo wir die ersten Teile vom Monument wirklich freilegen. Ja, das war jetzt sehr sinnvoll. Also, wenn man sich das so anguckt, wirkt das ja eher sogar noch. Also, es wirkt gar nicht so, als hätten wir so viel Platz außerhalb des Monuments.
Aber es wirkt halt schon groß im Sinne von, was wir alles schon geschafft haben, freizulegen. So, Frage, kriegen wir es irgendwie hin, hier noch irgendwas halbwegs brauchbar abzutrennen, dass wir es auch langsam mal. Ist ja Schlucht, das ist eigentlich überhaupt nicht. Das ist halt echt Kacke. Was habe ich eigentlich hier gemacht? So, das hier ist auch eine, die wir nicht abtrennen können. Den hier könnte man. Man müsste nur. Ich nehme mal einen Eisenblock dafür, weil da wissen wir dann, dass es. Da wissen wir dann, dass es künstlich ist. Eisen. Block nicht irgendwie was anderes. Wenn ich gerade so drüber nachdenke, man könnte ja eigentlich auch für die Beacon-Kiste eigentlich auch Emeralds jetzt nehmen. Oder eine Mischung aus Emerald und Eisen. Ich meine, ich würde auf keins von beiden wirklich verzichten wollen, weil Eisen kann notfalls halt genutzt werden, um Fackeln zu Laternen aufzurüsten. Was ja gerade hier ziemlich hilfreich ist. Und Emeralds könnte man halt mal nutzen, wenn man dem fliegenden Händler begegnet und der irgendwas Sinnvolles hat. Was ja irgendwie einmal alle 10 Jahre gefühlt passiert. Wir können noch die. Hallo? Boah, ich habe gerade einen Schreck gekriegt. Ich dachte, ich hätte gerade die Schulkerbox samt Inhalt verloren. Spiel, bitte. Nein, einfach nicht so eine Scheiße machen. So, einmal fliegen. Dann schon was. Oh, wir sind jetzt bei Tag 815. Was, Laptop oder PC? Also mit dem Laptop würde ich weder Minecraft mit diesen Texturen und Shadern spielen, noch irgendwie streamen, noch Videos bearbeiten wollen. Ich meine, es gibt Laptops, die es können, aber da bist du halt dann auch, das ist von der Wartung auch ein Albtraum. Ein PC kriege ich gewartet. Habe ich ja letztens auch erst machen müssen. Hatte, nachdem ich wieder Strom hatte, meinen PC angeschlossen. Er hat den extra vom Strom genommen auf den, auf den Schreibtisch gestellt, weil wir zwischendurch ja sogar die Befürchtung hatten, dass der Damm bricht hier in der Ecke. Und dann schließe ich den halt wieder an und Monitor will nicht. Und ich habe dann am Tag danach, bin ich alles durchgegangen. Ich habe gefühlt die Hälfte aller Sachen ausgebaut und wieder eingebaut und dann ging es wieder. Irgendwie hat das Mainboard hat irgendwie einmal den Finger auf alles gezeigt, nacheinander. Und am Ende war es dann gar nichts. Aber das Traurige war, ich habe gedacht, so ist jetzt die Grafikkarte irgendwie kaputt. Aber ich kann ja auch nicht auf gerade wohl jetzt erstmal eine Grafikkarte kaufen, abgesehen davon, dass die Preise im Moment komplett für die Tonne sind. Und am Ende ist es gar nicht die Grafikkarte. Laptop kannst du leider nicht aufrüsten. Vor allem, ja, und auch, wie gesagt, Reparatur ist halt auch, da brauchst du eigentlich immer einen Spezialisten für. Und PCs habe ich inzwischen jetzt über die Jahre schon ein paar zusammengebaut. Ich bin da zwar auch kein Profi, ich brauche auch meine Zeit, aber ich weiß grob, was ich tue. Und vor allem ist es halt auch günstig. Ich habe auch tatsächlich bei PC-Preisen den Vorteil, ich spiele ja sowieso nichts Aktuelles. Ich spiele eigentlich so gut wie nie Spiele, wenn sie neu rauskommen, beziehungsweise wenn sind es keine AAA-Spiele. Von daher brauche ich auch jetzt nicht die neueste Nvidia 370 oder so, also 3070. Absolut überflüssig für mich.
Skript schreiben und nebenbei streamlauschen ist sehr chillig. Ja, mir wurde letztens auch schon gesagt, dass meine Stimme offenbar ziemlich beruhigend ist. Aber gut, das ist mir tatsächlich auch in der Ausbildung schon gesagt worden, dass ich eine Radiostimme hätte. Und ich meine, ich habe schon eine ruhige Art, mit Leuten zu sprechen, das stimmt. Das ist mir auch tatsächlich in meinem Beruf sehr nützlich. Eine Radiostimme im Sinne von, ich könnte einen Radiosender moderieren. Das ist mir das, was mir gesagt wurde. Das hat meine Lehrerin zu mir gesagt, wir sollten mal für eine Aufgabe eine Aufnahme, also wir sollten mal für eine Aufgabe sollten wir was aufnehmen. Und ich habe halt natürlich hier mit Audacity und das sind dann so Momente, wo die 10 Jahre YouTube-Content einfach richtig reinhauen. Oder ich weiß, wir hatten einmal für die Ausbildung am Anfang, wir sollten halt verschiedene Träger, sollten wir uns recherchieren. Wir haben dann auch einen mal besucht, haben da, mit dem Interview geführt. Ich habe dann meine Audacity-Künste genutzt, um halt das Audio vom Interview noch zu verbessern, dass man zum Beispiel, da war irgendwie Störgeräusche von der Heizung im Hintergrund, das habe ich rausgemacht und solche Geschichten. Ich habe es halt auch lauter gemacht. Oder wir hatten dann zwischendurch so ein Theaterprojekt gehabt, da habe ich dann das Video von zusammengeschnitten. Da ist man dann auch dann irgendwie stolz, wenn man seine ganzen Fähigkeiten da ein bisschen flexen kann. Dafür lohnt es sich. Ja, nicht mal Gamer, aber halt Content Creator, wenn man solche Sachen dann weiß. Das hat auch einige meiner Klassenkameraden, beziehungsweise meiner Teamkameraden da dann doch schwer beeindruckt. Es sieht schon echt cool aus. Unter Umständen können wir heute die Guardian Farm bauen. Aber dazu müssen wir gerade mal gucken, wie die Maße hier drin sind. Weil eigentlich ist die Farm ja nur eine Spawnfläche und ein Killmechanismus. Jetzt muss ich mal gerade schauen, wie viel Platz ich hier habe. Das ist der höchste Punkt. Und wir können hier das auch nicht abreißen, weil... Moment, hier ist ja... Hier ist ja Wasser. Warum ist hier Wasser? So. Mal eben schauen. Das Ding ist, wir haben im Prinzip drei Blöcke, die wir hier in erster Linie haben. Prismarin, dunkles Prismarin und Prismarin Bricks. Wir haben aber nur zwei Blöcke aus der Netherfestung, die wir nehmen können. Nämlich normale Netherziegel und rote Netherziegel. Ich will rote Netherziegel, weil sie halt schwerer zu kriegen sind, tendenziell dafür nehmen wollen, was seltener ist. Hier in dem Fall würde ich tatsächlich Prismarin damit ersetzen wollen. Und dunkles Prismarin dann vielleicht auch, weil es gar nicht so häufig ist innerhalb des Monuments. Oder halt dafür dann Blackstone. So, ich würde ja eigentlich sagen, da wo es Sinn macht, machen wir hier einfach eine Glaswand, dass man den Grinder praktisch auch von außen einsehen kann, wenn man schon dran vorbeiläuft. Weil hören tun wir ihn so oder so. Also dann möchte ich ihn auch sehen. Hoch. Okay, Glas hat eine Interaktion mit Prismarin. Das ist nice. Wenn wir den Stil, den wir schon haben, imitieren wollen. Dann haben wir auf jeden Fall hier so eine Wand. Ah, okay, doch ein bisschen Connected Textures gibt es hier. Sieht halt echt aus wie Blut. So, einmal.
einmal alles durchjagen. Netherrack kriege ich eh spätestens dann wieder, wenn ich die Planeta Highways weiter ausbaue. Okay, die kann ich dann. So, alles klar. So, wir werden jetzt wahrscheinlich aber erstmal ein bisschen Zeit totschlagen müssen, bis die Warzen angefangen haben abzugehen. Das ist doch mal gerade ein schöner Ausblick. Wenn sie wenigstens von Fortune betroffen werden, das wäre schon nice. Aber wenn ich mir das so angucke, muss ich eigentlich echt gucken. Bin mir noch nicht sicher, ob ich dunkles Prismarin wirklich durch Nähte, also durch rote Nähterziegel ersetze oder durch Blackstone. Warte, Nähterwarzen sind von Fortune betroffen? What? Nani? Das probiere ich jetzt aus. Also das ist gerade schon ein Game Changer. Laut Wiki-Artikel ist das Maximum 7. Also das wäre noch, das wäre nice. 3. Aber ich habe auch tatsächlich erst vor ein paar Wochen erfahren, dass tatsächlich ein halber Block Wasser ausreicht, um jeglichen Fallschaden zu stoppen. Also auch einfach nur eine Slab mit Waterlogging. Weil ich halt noch mich aus der Beta an die Zeit erinnere, wo ein Block tiefes Wasser halt einen Teil vom Fallschaden abgefangen hat, aber nicht alles. Deswegen mache ich eigentlich immer 2 Meter tief das Wasser. Nur es ist irgendwie schon seit Version 1.4 so, dass halt jede Menge Wasser reicht. Und ich habe es einfach nie gemerkt. Bin aus allen Wolken gefallen, als ich das gelesen habe. Also mehr als 4 pro Warze habe ich bis jetzt noch nicht rausgekommen. Aber ich habe schon das Gefühl... Warte, das ist gar nicht mit... Das ist nicht mit Fortune. Warte. 19. Jetzt. Das waren 6. Das waren auch 6. Das waren auch 6. The more you know. Das passiert, wenn man die ganze Zeit eine Silk-Touch-Spitzhacke auf seiner 2 hat. Und theoretisch müsste das jetzt funktionieren. Und später kommen dann noch die Soul Campfires dahin. Die dann die Guardians töten, aber gleichzeitig die Drops nicht daran hindern, in die Hopper zu fallen. Das hier ist auch... Das kann auch weg. War vielleicht nicht ganz so clever, hier anzufangen, während der Teil noch nicht fertig ist. Aber auf der anderen Seite ist halt das Problem, dass die Guardians so mega zahlreich spawnen. Dass ich sie halt eigentlich irgendwo schon hin umleiten muss. Ich hasse es. Ich hasse es gerade so sehr. Problem ist, das Wasser dürfte eigentlich nur 8 Blöcke weit fließen, aber dadurch, dass es hier erhöht ist, fällt es hier irgendwo runter. Also das funktioniert schon mal. Ich hoffe nur, dass es halt, wie gesagt, die Spawns nicht blockiert. So, Frage, die sich jetzt stellt, ist, spawnen hier dann überhaupt Guardians drin? Ich glaube, das werden wir noch rausfinden müssen. Weil das kriegen wir jetzt auch auf die Schnelle nicht raus. Aber so lange würde ich vielleicht tendenziell auch die Campfires rauslassen. Sieht nicht so vielversprechend aus. Aber die Frage ist halt wirklich, sind die Spawnraten einfach nur so beschissen? Weil noch so viel Wasser da ist? Oder kann nichts spawnen? Unter Umständen würde es helfen, wenn man die Zauntore halt, wie gesagt, geöffnet, einfach da drüber packt und da wegmacht. Dann hätte man noch ein bisschen mehr Spawnfläche.
Was sind denn so deine Pläne, nachdem du das hier fertig gemacht hast? Ich hoffe, so dass ich zumindest den Großteil bis zu 1000 Tagen fertig habe. Und danach müsste man mal gucken. Also ich meine, das wäre ja das erste große Ding, was wir gebaut haben. Ich habe ein paar Pläne. Einmal fürs End. Auf der anderen Seite möchte ich halt aber auch etwas, was vielleicht auch so ein bisschen die meine bestehende Zuschauerschaft aus dem Siedlerbereich abholt. Ich meine, theoretisch könnte man vielleicht auch schon die Sachen hier einfach verlegen. Die Beacon kann dann halt hier oben rein. Brauchst du einen Full Beacon und einen ausgetrockneten Tempel? Ich habe nur die Beacon verlegt, die ich hier sowieso schon hatte. Die war vorher da oben. Ich tue sie jetzt nur hier rein. Also sind auch definitiv ein paar weitere Guardians gestorben. Also die Farm funktioniert. So, jetzt können wir natürlich da oben nicht mehr gucken. Das heißt, wir gucken jetzt einfach von der Seite mal. Also jetzt, finde ich, sieht man schon, wie viel das ist. Wir haben jetzt auf jeden Fall mehr als die Hälfte geschafft. Wir kriegen den Rest auch noch hin. Ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.